Hast du nicht einen freien Tag? Im Laden vielleicht, aber Dinge, die repariert werden müssen, kennen keine freien Tage, habe ich recht? Ah, sieht aus, als könnte ich bei dieser Schranktür anfangen. Ja, nicht ganz in der Senkrechten, muss sie begradigen. Wann wurde dieses Haus gebaut? Ich weiß nicht, vielleicht 1945? Gut, kein Denkmalschutz, ich brauche keine Genehmigung. Wir wollen keinen Code V. V steht für Verstoß, Code steht für Code. Ich weiß nicht, die Tür wirkt gerade auf mich. Was? Sie ist gerade. Ich weiß nicht, was das heißt, sie ist gerade. Du meinst im Lot. Du meinst, die Tür steht im Lot. Wow, Brian, du kennst alle Fachbegriffe. Ach, komm schon, das lernt man alles so nebenbei. Ich verwende einen Flachzungendreher, um die Nut zu nippeln, um dann die Viertelzange über den Schnuppen flinch, flansch, flunsch zu floppen. Weißt du, Rupert, Brians Blödheit sollte mich sehr wütend machen, aber in Wahrheit wirkt er sehr glücklich. Also tue ich einfach nichts und lass es gut sein. Ich kann's nicht, lassen wir ihn feuern.